Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video zu zwei Q-Pop Musikvideos. Mit dabei habe ich El Hikaru. Und zusammen gucken wir uns die neue Boygroup an, DNA, von dem Entertainment for 91 ist, die berühmte Boygroup. Dann haben wir Seven Light mit Bellis. Zudem haben wir auch mal eine Reaction gemacht zu Seven Light, Nuketem. Ja, genau. Stimmt. Krasses Video, war echt gut. Bin sehr gespannt jetzt, wie die beiden Lieder sind und Videos. Mhm. Und ja, fangen wir auch mal an. Ja, dann du siehst die jetzt zum ersten Mal DNA. Ja. Mal gucken, wie sie dir gefallen wird. Audiovisual. Okay. Sind zu viert. Okay. Also meinst du schon, der Hintergrund ändert die Farben? Mhm. Nicht gut. Oh, jetzt sehe ich auch zum ersten Mal so tanzen. Ja. Also die können gut tanzen. Sonst hatte ich meine Zweifel, aber jetzt. Der ist ja cool, Ari. Wie auch beim Debüt-Song. Das war schön. Dann gehen wir rüber zum nächsten Lied. Seven Light. Mal gucken. Schreib doch gerne hin, was das bedeutet. Lion Pride Entertainment. Oh, das ist jetzt draußen. Okay. Das ist eine Dance Performance. Mhm. Ich kann nicht mehr in Erinnerung, dass es so viele waren. Ich
4. Der sticht heraus mit seinem weißen, mein schwarzen Hemd. So, welches Lied fandest du besser? Von DNA oder Seven Night? Ich würde sagen von DNA. Hm. Da von Seven Night, ich weiß nicht, da gab es nicht so ein Pep für mich. Mhm. Tanzeinlagen waren gut, okay. Aber so vom Sound her und so weiter, vom Schnitt, dies, das, war DNA. Okay, okay, aber im Schnitt kannst du ja nichts sagen, weil das andere ist ja eine Tanz. Ja, Performance, beides war eher so einfach nur, also das, beides sind ja keine richtigen Musikvideos, eher so Dance-Performance. Ja. Und ja. Ja. Aber vom Musik her. Ich will aber eher auf das erste tippen, auch auf DNA. Hat mir auch einen Tick besser gefallen. Schreibt gerne eure Meinung in den Kommentaren. Welches Lied hat euch mehr gefallen? Von DNA oder von Seven Night? Falls ihr mehr Vorschläge habt, andere Q-Pop-Lieder, könnt ihr das gerne in den Kommentaren schreiben. Und ja, vergiss nicht zu liken. Abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen. Und ja, dann sagen wir Dankeschön fürs Zuschauen, stay safe und bis zum nächsten Video. Cheerio!